Wie an? Ja, ich wollte mal anfragen. So. Ja. Ein paar greifen sie sich ab. Oh ja. Guck mal. Die holen sich richtig weit weg von den Erdbeeren hier. Boah. Und wenn ich jetzt umdrehe, jetzt gehen die noch an die anderen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 22 hier im Niemandsland. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe den Rückwärtsgang reingekriegt, wie ihr seht. Jetzt muss ich gucken, den Vorwärtsgang wieder. Ja, wunderbar. Da tut es sich aber schwer. Wir waren ja dabei, jetzt hier die Steine aus dem Sammler zu holen. Und dabei, denke ich mal, dürfte so ziemlich auch hier die Krampe voll werden, dass wir die ersten Steine wegbringen können. Wir hatten ja den letzten Kalk da schon rausgeholt aus der Fabrik beim letzten Mal. Ah, so. Na, siehst du? Wie viel hat er denn noch drin? Lass doch mal gucken. Gut, dann bringen wir die weg. Da kennen wir jetzt nichts. Quälen wir uns jetzt bis zur Fabrik. Und dann können wir wieder Kalk herstellen. Ich muss auch mal gucken, ob genug Wasser da drin ist. Dürfte aber eigentlich. Und dann machen wir unseren Kalk. Ja. Und die Kohle geht weg, die Helfer, die nehmen Geld. Aber gut, wenn ich das jetzt ohne Helfer alles selber machen würde, boah, das wäre schon eine Menge, ne? So. Mit Affenzahn nach Bakersfield. Ist auch mal interessant. Eine Map, wo man sich die Dörfer und Landschaft selber gestaltet. Ja. Hat was. Nur leider kein Leben. Man müsste hier wirklich auch noch so Fußgänger und Autos setzen können, die so ihre Routen abfahren. Das wäre schon gut, dass man auch Leben reinkriegt. Das ist halt immer so ein bisschen einsam hier. So, und ab dafür. Eine ganze Ladung Steine. Das ist dann schon einiges. So. Mal gucken. Ne, hier ist das. Ich will immer dahin laufen, weiß auch nicht warum. Wie sieht's denn aus? Kalk. Kalk läuft. Wie ist das mit Wasser? Haben wir noch genug drin? Steine, dann kann der Kalk sein. Kalk ist jetzt auch alles hier. Ne? Da sind wir jetzt gerade angefangen. Mineraldünger. Boah, richtig viel. Uns fehlt ja noch Saatgut. Mal gucken, Saatgut fehlen Güter. Was fehlt denn? Die Gerste ist alle. Wasser, Gerste und Mineraldünger. Tja. Und wir brauchen für Mineralfutter Heu, Kartoffeln, Silage und Raps. Da brauchen wir gar keinen Mineraldünger für, ne? Mineraldünger brauchen wir für das Saatgut. Aber leider ist die Gerste alle. Ja, wir müssen Gerste anbauen, ne? Damit wir das hier nicht so stillstehen haben. So. Dann würde ich mal vorschlagen, stellen wir die Karre wieder auf dem Feld ab. Weil jetzt, während der fährt, treffe ich dann sowieso nicht, den an den Hintern zu packen. Ne? Und dass der dann ablädt, weil der fährt ja immer vor mir weg. Deswegen müssen wir warten, bis er den voll hat. Aber wir parken den schon mal an der richtigen Position.
und kümmern uns dann weiter um das andere Feld auch fertig zu kalken. Dann haben wir das schon mal fertig bis zum Aussäen. Müssen mal gucken, wann war das mit der Gerste? Kann das sein? Im nächsten Monat schon oder jetzt schon? Das wäre blöd, dann hätte ich das auf den 1. Augusttag stehen lassen. Ich meine, das ist September. Na, jetzt gucke ich nach. Jetzt habe ich so lange spekuliert. Hier, September, Weizen und Gerste. Dann machen wir auch Anfang September schon ordentlich Weizen und Gerste raus. Na? Ja. Was wir auch machen können, ist gleich mal den kleinen Trecker schnappen und mal reparieren. Sonst wird er zu langsam da hinten. Dann dauert das nämlich noch ewig. Wenn ich den jetzt einmal richtig repariere, schafft er, glaube ich, den Rest von dem Feld. Aber es dauert hier erstmal nochmal 3 Wochen, bis wir endlich mal da sind hier mit dieser Lahmente. Oh, ich lasse den jetzt mal hier so stehen, würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, wo das dann nachher sein wird. So. Trecker fahren, den ganzen Tag Trecker fahren. Kennt ihr den Witz mit Trecker fahren? Uralter Witz, den habe ich schon in der Grundschule, glaube ich, erzählt. Und erzählt bekommen. Und nicht nur einmal. Ein Vertreter kommt über Land und kommt an so einen Bauernhof und denkt, oh, hier könntest du mal versuchen, was zu verkaufen. Klingelt an der Tür, macht ein kleiner Junge die Tür auf. Der steckt nur so den Kopf durch den Türspalt. Und ja, der Vertreter guckt da runter, sieht den kleinen Jungen und sagt, na, mein Kleiner, sag mal, kann ich vielleicht mal mit deiner Mutti sprechen oder mit deinem Papi, ne? Die sind nicht da. Ach, die sind nicht da. Ja, wo sind die denn? Vom Trecker überfahren. Oh, das tut mir aber leid, sagt er. Das ist ja schlimm. Aber da sind doch bestimmt Oma und Opa da, ne? Die sind auch nicht da. Wo sind die denn? Vom Trecker überfahren. Ah, ist ja furchtbar. Da muss ja schlimm was passiert sein. Sag mal, ja, wer ist denn dann da? Bestimmt Onkel oder Tante? Die sind bestimmt da. Kann ich die sprechen? Die sind vom Trecker überfahren. Ja, aber sind denn keine Erwachsenen im Haus? Wo sind denn die Erwachsenen hier im Haus? Vom Trecker überfahren! Ja, mein Gott, dann bist du ja ganz alleine. Was machst du den ganzen Tag? Trecker fahren! Ist das eine olle Kamelle? Kennt jeder, ne? Ach ja. Diese alten Bauernsprüche. Bauernregeln, Bauernweisheiten mit Wetter. Ne? Das habe ich letztens gelesen, tatsächlich hier bei uns im Rewe, da ist so eine Cafeteria angegrenzt und da steht auch ein Spruch an der Wand geschrieben. Da sieht man so einen Bauern mit so einem Bauernhut und so eine Ähre, so eine Kornähre daneben und darüber steht dann in schnörkeliger Schrift, geht die Sonne auf im Westen, lässt der Bauer seinen Kompass testen. Finde ich Knorke. So, wir kriegen aber jetzt auf jeden Fall hier mit dem Kalk, den wir jetzt geladen haben, das Feld hier fertig gekalkt, wa? Und dann ist der nächste Kalk ist ja schon in Arbeit. Das läuft schon. So. Und aus die Maus. Gut treffen jetzt. Ich würde sagen hier. Wir werden noch 2 Reihen fahren müssen. Guck mal, da ist jetzt rechts der übrig gebliebene Spalt. Der ist so klein, dass ich jetzt hier großzügig nah ranfahren kann, sodass ich auf jeden Fall hier die Reihe machen kann, ohne irgendwo eine Lücke zu lassen. Ah, vollen Tank schon wieder, siehste? Jetzt müssen wir schon wieder rüber. Ah, ey. Dieses Task-Switching dauernd hier. Aber was mut hat mut? Dann setze ich den schon mal in Position, würde ich sagen, und hau dann erstmal ab, dass der da nicht so lange steht mit dem vollen Tank. Der kostet nämlich ja weiter Geld. So, pass auf, dann stellen wir den jetzt schon mal hier so in der richtigen Position ab. Zack. Und wieder mit dem Trecker rüberfahren. Jetzt hat der sogar auch schon 19,5 Betriebsstunden auf der Uhr. Tja. So geht das.
Ja, und dann machen wir das auch gleich, dass wir den kleinen reparieren. Muss sein. Sonst bleibt er dann nachher auf dem Feld hängen. Ist da auch, wenn die Zeit langsam voranschreitet. Jetzt sind doch schon die ersten Palettchen wieder da. Aber der Pflug, der pflügt da noch. Wo steht der denn hier, unser Tank? Ach, der steht ja günstig. Guck mal. Ist ja gar nicht weit. Oh je. Yeah. So viel Steine sammeln. Nee, rückwärts. Ja. So. Schalten. Jo. Und dann kriegen wir das. Ja. Weil ich hier schon rumgegurkt bin, ne? Wenn man das mal überlegt, anfangs hat Feld angelegt hier erstmal und dann alles gepflügt und ach, reicht das so, ja, ne? Ja, ein bisschen noch vorfahren, dann passt das. So. Und dann lassen wir den hier stehen. Ja. So, das war's. Da müssen wir drauf achten, weil sonst frisst er mir die ganze Kohle weg und macht nichts. Das wollen wir ja nicht. So, Trecker fahren über den Hof, kennen wir ja schon, ne? The same procedure und so weiter. Ich merke so langsam, dass ich mir so ein bisschen müde wird mit der Arbeiterei hier. Es könnte also sein... Also eins vorweg gesagt. Das wird nicht eingestampft hier, das Projekt. Ne, auf niemanden, auf keinen Fall. Aber es könnte sein, dass ich eine Staffelunterbrechungspause mache. Wenn ich merke so, das macht mir so richtig Laune, das ist mir jetzt ein bisschen viel, das ist so ein bisschen Pflichtübung. Dann kann das sein, dass ich die Staffel quasi beende. Ne, und dann zu einem anderen Zeitpunkt wieder aufnehme und weitermache. Kann sein. Ne? Also, so langsam habe ich so das Gefühl, och, könnte man eine Pause brauchen vom Alice. Schauen wir mal. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Wenn ihr sagt, ja, ach Gott, ja, ist auch nicht mehr so und ja, guck jetzt auch nicht mehr so viel oder ich skippe schon immer mal. Ne, oder guck jetzt mehr so die anderen Staffeln an, dann ist das für mich vielleicht auch schon mal so ein bisschen ein Hinweis. Ne? Aber wenn jetzt viele schreiben, nein, auf keinen Fall und so, dann würde ich mir wahrscheinlich eher was einfallen lassen und ganz was anders machen. Dass wir mit den Trauben mal anfangen oder hier mit dem Forstgedöns oder sowas. Das kann auch sein. Ne? Aber sehen wir mal. Aber ich wollte das nur mal so androhen, dass so ein bisschen ich so manchmal meine, so richtig... Ah, falsch gedrückt. Falschen Knopf. Ach, jetzt muss ich rückwärts fahren. Geht das? Mach doch mal. Irgendwie braucht der beides, ne? So. Ne, erst den Vorwärtsgang reinmachen. Gut. So, jetzt. Endlich. Meine Güte, manchmal ist das eine schwere Geburt, ne? So. Also ist eingeweißt. Dann machen wir die Ötzelchen hier noch eben, stellen die Karre ab, den Anhänger, und dann holen wir den kleinen Flugtrecker zum Reparieren. Ich glaube, das ist echt nötig. Der hat bestimmt schon zur Hälfte runter oder so. Aber wir müssen jetzt hier noch hier diese blöden Löcher zumachen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Sonst, ne? Monk und kennt das ja, ne? Rumspeicheln und... Ne, das ist echt nicht schön.
Denke ich, das ist ein kurzer Strich. Von wegen, ey. Der ist ganz schön lang. Da haben wir noch 67%. Da ist ja noch einiges. Ne? So. Da. Also diesen kleinen Pipsel da, der da steht, den lasse ich stehen. Dafür mache ich jetzt da nicht noch hier große Fissematentchen. Aber hier, die können wir noch eben zumachen. So. Erlitscht. Und den noch. Was haben wir jetzt? 65. Oh. Und zu. Fertig. So. Wegbringen die Karre. So viel zum Erntesommer. Sind gar nicht am Ernten. Nur die paar Rüben, die bleiben uns noch. So, abstellen. Direkt weiter. Steht er schon wieder? Nee, nee, der dreht da um. Ja, ja, ja. Ach ja. Ich frag mich gerade, fällt mir gerade so spontan ein, was ist eigentlich, wenn ich jetzt den Trecker nicht putze? Wenn ich den jetzt also nicht sauber mache, sondern einfach eindrecken lasse. Hört ihr dann bei einem gewissen, ich sag mal, Dreckigkeitsstand, wenn also eine gewisse Schmutzobergrenze erreicht hat, auf, weiter dreckig zu werden, oder habe ich irgendwann nur noch so einen Dreckklumpen? Ich denke mal, der hat eine gewisse maximale Dreckigkeit. Komisches Wort, ne? Maximale Dreckigkeit. Kenne ich eigentlich höchstens für eine Lache. Maximale Dreckigkeit. Ja, Parallaxe. Passt. So, dann lasse ich den hier erstmal stehen. Der ist ja noch so weit hier. Gucken wir mal. Den wollen wir uns jetzt greifen. Ich gucke aber trotzdem mal eben hier, wie weit ist er? 52, alles klar. Nochmal eine Runde. So, ich lasse ihn die Reihe fertig fahren, oder? Das kann ich ja eigentlich auch hier wieder ansetzen. Pass auf, dann machen wir Helfer aus. Ne, der ist nämlich ja schon bis zur Hälfte runter mit dem Reparaturstand. Und dann ist das ganz gut, wenn man da nicht wartet bis zum Schluss, sondern den immer rechtzeitig mal holt. So, Trecker fahren über den Hof, kennen wir schon. Ja, ist schon ziemlich verdreckt. Auch schon putzen, ne? Ich glaube, die Felder brauchen wir ja nicht kalken hier, ne? Das haben wir da beim letzten Mal gemacht. Aber werden wir sehen. Dürfte eigentlich nicht. So. Na. So sollte das gehen. Wird jetzt auch ein bisschen was kosten. Aber ist ja zum Glück günstig hier. In super Südfrankreich. 26 Taler. 172. Und 3. Gut, gut. So. Jetzt gibt es noch eine Dusche. Fangen wir mit dem Fluch an. Man wird ja nie fertig hier. Man ist ja nur immer dran am Brasseln. Kennt ihr das Wort Brasseln? Wenn einer hektisch so alles Mögliche macht und immer beschäftigt hin und her läuft und keine Ruhe findet, dann ist er am Brasseln. Ich glaube, das ist so Ruhrgebietsslang, oder? Wo kommt das her? Vermute ich. Ah, ich glaube, jetzt ist gut, ne? Besser wird das nicht. Hauptsache, die Reifen sind schön sauber. Ja, ich glaube, der war noch nicht am dreckigsten Punkt. Ich glaube, ein bisschen was hätte er noch an Schmutz aufnehmen können.
Könnte man ja mal machen. Fahren lassen und nie putzen. Gucken, wie der irgendwie am Ende aussieht. Oh, guck mal, der aussieht aus dem Laden, ne? Dabei ist das eine total alte Kaschemme. Das gute alte Stück, was wir von Anfang an hier mitgekauft hatten. Wenn schon, denn schon. Dann machen wir das doch richtig. Hier alles schön sauber machen. Ja, ich glaube, das war's. War so weit. So, direkt wieder an die Arbeit. Hier wird nicht geklüngelt. Kleckern, nicht glotzen. Ach nee, andersrum. Ja, jetzt hat ja auch irgendwie, ich meine, kann auch sein, ich mir nur einbilde, der wäre jetzt schon ein bisschen flotter wieder, ein bisschen spritziger. Fühlt sich so an. Und so sauber. Das habe ich mir gar nicht so ganz genau gemerkt, wo wir denn da aufgehört haben. Ich fahre einfach meinen eigenen Spuren nach. Ich sehe die nämlich da gerade. Dann sehe ich auch, wo ich hergekommen bin. Ah ja. So, was haben wir hier? Wie war das so? Von dem Radstand ungefähr so, ne? Ich meine, so müsste das hinkommen. Ne. Ja, ich möchte jetzt, dass der in der gleichen Spur wieder weitermacht. Nee, vorwärts. Ja. Geht alles? Ja. Jetzt gucke ich mal in die andere Richtung. Keine Kante. Wunderherrlichst. So hatte ich mir das vorgestellt. Wie weit ist der? 86. Ja, da würde ich jetzt aber sagen, da fahre ich nicht weg, ne? Den greifen wir uns dann jetzt. Und beim nächsten Mal könnte das dann schon fast fertig sein. Aber wir haben ja noch ein großes Feld, was gesammelt werden muss. Puh. Ob wir nochmal eine Arschkrampe vollkriegen? Nee, ne? Glaube ich nicht. Da geht schon eine Menge rein. Kann ich den aber dann schon mal zur anderen Seite rüberfahren? Nee, vorwärts. Oh, immer der falsche Gang. Ja, so. Hier auf die ungesammelte Seite, dass wir dann gleich von da aus weiter wieder wegfahren können. So. Ja, das warte ich jetzt ab. Fahren wir mit? Fahren wir mit, ne? Der hat jetzt auch wieder Schmackes. Ich glaube, der ist ja auch ein bisschen schneller jetzt. Der fährt jetzt 12 km/h und wenn der jetzt schon so reparaturbedürftig ist, dann wird der langsamer. Ganz besonders, wenn er mal ein bisschen bergauf geht oder so. Können wir schon vorstellen. Ich meine, ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, dass er vorhin irgendwie so bei 10 km/h vielleicht schon war. Letztendlich spart man dann, ne? Wenn der flotter arbeitet, braucht er nicht so viel Lohn. So ein 97%, der hat es hier gleich. Jupp. Ah, Steine dürften ganz schön schwer sein. Voll! Siehste? Da kommen wir schon. Tatü, tata. Du brauchst gar nicht erst... Nee. Du brauchst gar nicht erst deine Stullen auszupacken. Kannst die Thermosflasche ruhig im Rucksack lassen. Das wird jetzt erst fertig gemacht hier. Ne? Kannst mal ganz kurz durchatmen. Mehr nicht. Geht gleich weiter. Das lohnt sich gar nicht erst anfangen rumzudubbeln hier. Das Wer soll denn das bezahlen? So.
So, und weiter. Keine Müdigkeit vortäuschen hier. Wieso vortäuschen? Ich bin wirklich völlig K.O. Weißt du, wie lange ich das jetzt schon mache? Nicht lang genug. So, brauche ich den Trecker ja sicher, oder? Ne, warte mal, drüben haben wir mit dem Kalk fertig. Tja, wir müssten drüben bei den Feldern als nächstes säen. Das geht aber erst ab September. Ne, wir haben ja Gerste und Weizen vor im größeren Stil. Ja, ich mach dann mal Feierabend. Wie wäre das denn mal mit Feierabend? Den lassen wir hier stehen und dann gehen wir zu Fuß nach Hause. Für den Feierabend. Ich müsste auch mal nach den Schafen gucken. Ich gucke jetzt mal eben, wie das hier aussieht mit Mineralfutter. Aber wir haben die Zeit langsam laufen lassen. Der dürfte eigentlich sich nicht viel getan haben. Mal gucken, wie sieht es hier aus? Naja. Da ist noch was. Silage läuft. Gärreste. Naja. Sollte es mal notwendig werden, dass wir mehr Gärreste bauen, können wir das ja umstellen. Das ist ja so ein super-duper Silo, so ein Special-Silo. 6,5, hier ist alles bestens. Ein paar Eier haben wir schon hier. Hier ist auch noch alles okay, ne? Oh. Ja. Ihr seid auch noch versorgt. Jawohl. Da sind noch ein paar Eierchen. Ich wollte noch nach den Schafen gucken. Sollen wir das noch eben machen? Nach den Schafen. Gucken, wie Moni geht. Auf dem direktesten Weg. Laufe ich jetzt bis nach Bakersfield? Ne, so weit ist das ja nicht. Ja, wenn die Zeit langsam geht. Sag mal, hat hier nicht... Ah ne, die habe ich mitgenommen, ne? Das ist schon die nächste. Ich wollte schon sagen, da lag dann noch eine Palette. Ach so, Futter? Ja, 5500 ist doch noch bald die Hälfte. Das ist bestimmt die Moni hier. Ne, pass auf, ich zeige euch jetzt die Moni. Da liegt sie. Hier, das ist sie, ne? Ja gut, machen wir Feierabend. Und dann haben wir Ende August. Dann können wir sagen, morgen geht die Säerei los. So. Schloffer. Mal gucken, wie sich auch das Wetter entwickelt. Wolfi, bist du dabei? Wolfi, lass mich nicht im Stich. Echt, am Anfang, als ich nur diese Bretterbude hatte und dann erst einmal so den Werwolf hörte, da war mir das richtig gruselig. Ganz ehrlich. Vor allem, wenn man ja sonst auch schon mal so Scum und Seven Days spielt und hört dann so, dann denkt man, boah, ich will ins Haus. Ja, da bin ich dann in das Haus reingegangen, wollte ich im Haus schlafen, damit ich nicht draußen stehe, weil ja nachts dann das immer, ne? Also da kann man mir so mit der Psyche, kann man mir da schon so ein bisschen das Gruseln beibringen. So. Ja, Feierabend gemacht. Wie sieht denn das jetzt aus? Wir können jetzt so eigentlich gar nicht viel machen, ne? Ich will auch meinen Trecker wieder haben, Mensch. So, gucken wir mal. Der ist da hinten zugange. Tja, man könnte natürlich jetzt, weil wir ja wieder einen Tag weitergeschaltet haben, an der Bakersfield fahren und gucken, ob wir da irgendwas abholen. Aber das ist doch wirklich nur so ein Lückenfüller hier. Das muss ja erstmal fertig gemacht werden, ne? Ich mach mal die Zeit auch ein bisschen schneller jetzt. Wir sind gar nicht mehr so langsam dabei. Gehen wir mal auf fünffache Zeit. Dann wird das jetzt auch schneller ein bisschen heller. Außerdem haben wir jetzt bewölktes Wetter und das soll noch sonniger werden. So, du lässt mal den stehen hier. So. Ja, fahren wir nach Bakersfield, würde ich sagen. Aber erstmal Trecker fahren über den Hof. Kennen wir schon. Was ist denn jetzt eigentlich hier so? Da sind ein paar Palettskis, aber das ist alles nicht so dramatisch, ne? Ja, ich meine, wenn wir sowieso mit dem Autoloader nach Bakersfield fahren, dann können wir hier das Gedönsel ja auch mitnehmen, ne?
sage ich jedes Mal so, ne? Wenn schon, dann können wir ja auch. Und dann ist das ein Hin- und Hergegurke Sondershausen. So. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist egal, wie ich schalte. Hauptsache, ich schalte irgendwas. So, vorwärts. Ja, hat geklappt. Erdbeeren lassen wir erstmal stehen. Aber obwohl, das sind gar nicht so viele Paletten. Ich denke mal, dass ich alles mitnehmen kann, ne? Was hier rumstehen tut. Oh Gott, und das mit diesem Ding. Hoffentlich kriegen wir jetzt nicht gleich am Silo was geklaut. So. Spring auf! So. Jetzt gucken wir, dass wir hier so rumkommen. Ja, klappt. Kriegen wir die Kurve? Ey, was ist denn das für ein Trecker? Mann, ich will keinen Rückwärtsgang reinmachen. Ah, hat aber geklappt. Gut, gut. So. Drauf. Ist immer noch morgens, 7:15. So viel Tomaten. Habe ich mal geguckt, wie das ist mit dem Wasser hier bei denen? Müsste eigentlich noch gut sein, ne? Wasser dürfen wir noch genug haben. Habe ich das nicht vor einiger Zeit erst gewässert hier? Und da machen wir vielleicht mal eine zweite. Das wäre, er kostet 10.000, das könnte man machen, ne? Noch so eine Produktionsstätte, da habe ich auch schon länger von gesprochen. Noch eine zweite hinzustellen, dann geht das noch ein bisschen fixer. So, jetzt haben wir da noch einen so einen armseligen Salat. So. Du darfst in den ersten Stock. Und ich gucke jetzt mal trotzdem ganz kurz hier nach dem Wasser. Wie sieht es denn aus? Ah, über 10.000 noch, das ist doch so viel. So. Dann nehmen wir die Erdbeeren auch mit. Wenn wir schon mal dabei sind. Ich darf nicht vergessen, ich muss immer schön darauf achten, wie weit der Steinsammler ist. Der soll da ja nicht rumdubbeln. Den lassen wir heute hungern. Sonst noch was mitzunehmen? Für Bakersfield nicht, ne? Braucht denn hier unsere Bäckerei schon Erdbeeren? Ich frag mal an. Hallo? An? Wie an? Ja, ich wollte mal anfragen. So. Ja. Ein paar greifen sich ab. Oh ja? Guck mal. Die holen sich richtig weit weg von den Erdbeeren hier. Boah. Und wenn ich jetzt umdrehe, jetzt gehen die noch an die anderen. Die sind an die anderen auch noch ran. Warte, dann drehe ich die Karre mal... mit diesem Wendekreis, weißt du? Mein Gott, das geht überhaupt nicht. Ey, was? Da kriege ich echt Plack bei der Karre. Fahren wir durch den Teich. Der ist ja nicht so tief. Wow. Das habt ihr nicht gesehen. Siehst du, das geht nämlich. Der ist so flach, da können wir durch den Teich fahren. So, jetzt greift ihr die Erdbeeren raus, die du brauchst. Der greift sich die alle, wa? Ich mach mal hier die Moni-Sicherung auf. Das habe ich befürchtet. Aber es geht nochmal gut. Wieso fängt denn der Salat plötzlich an zu springen? Und warum nimmt er jetzt nicht alles? Eieiei. Was soll denn das? Naja, ich hoffe, das bleibt drauf. Ich bleib mal in Außensicht, lieber.
Nicht, dass wir noch irgendwie unterwegs die Spillen verlieren. Verlieren, nicht verlieren. So. Kämpft mich so richtig durch den Sommer, ne? Das noch und da und hier und Steine sammeln und kalken. Komm irgendwie so schlecht vom Fleck, habe ich den Eindruck. Komm nicht so richtig weiter. Das liegt nur an dem langsamen Trecker. Ja, ja. Da liegt schon wieder jede Menge Zucker. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal hier zu der Bäckerei, dass die sich die restlichen Erdbeeren hier runtergriffeln. Dann werden die ja wohl auch Bedarf haben, denke ich mal. Oh, da werde ich rückwärts rausfahren müssen. Ne, ernsthaft jetzt? Die lasst ihr mir da? Warum tut ihr mir das an? Ich habe gedacht, jetzt habe ich wieder eine ordentliche Ladung, nicht so was Komisches da. Rückwärts. Ja, muss ich ja. Jetzt komme ich ja hier nicht weg. Nicht den Kuchen anratschen hier. So. Fahre ich hinten rum hier mit diesem super Wendekreis. Ja. Weil nützt ja nun mal nichts, ne? Ach ja. So, die Erdbeeren gehen hier bei den Bäcker rein, ne? Dann machen wir das mal als erstes, damit wir dieses krumme, an einem seidenen Faden hängende Zeug loswerden. Flup, flup. Ja, genau so habe ich das gemeint. So, und dann fahren wir so rum. Hier, großen Bogen. Ja, und die Stätte, da werde ich wohl noch eine von hinsetzen. Soll ich das jetzt machen? Nee, oder? So, greifen wir alles runter. Da ist Kuchen. Hier liegt aber noch nicht so viel. Ja, weil der langsam Zeit. Dann können wir lieber den Zucker holen, oder? Weil das jetzt hier wegholen, lohnt das schon? Ja, mit dem Zucker zusammen, das könnte da einigermaßen voll werden, oder? Ah, die Tomaten, das dauert immer extra lange, ne? Nee, die sind nicht auf dem Trigger. So, jetzt aber. Gott sei Dank sind die nicht runtergesprungen. Oh Leute, macht doch mal hin. Ich habe Weihnachten was vor. Weihnachten? Wir haben August. Ja und? Bis ihr fertig seid, ist schon wieder Pfingsten. Boah, endlich. So, und dann wird das alles aufgeladen hier. Komm, dann nehmen wir alles mit, was wir hier zu einsammeln können. Mit dem Zucker kriegen wir bestimmt auch so weitgehend voll. Sonst hätte ich das vielleicht noch abgewartet. So. Ja, wenn jetzt hier der Kuchen nicht bei, wenn ich da komme, dann fahren wir das schon mal direkt verkaufen. Aber so. Oh, da ist was Neues, ne? Sehe ich gerade. Guck mal, das hatten wir noch nicht. Premium-Kartoffeln. Neu. Premium. War hier nicht noch irgendwas? Nee, ne? Das sind die ersten Premium-Kartoffeln. Die hat man bisher nämlich noch nicht. So. Premium. Mal gucken, wie das Bildchen ist. Das weiß ich, war das, glaube ich, so eine Kartoffel mit so einem Sternchen dran oder so? Mit so einem funkelnden Stern? Kann das sein? Ah ja, 700 Liter Premium-Kartoffeln. Jut, jut. So, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt, was hier die Molkerei noch so abzugeben hat. Und den bisschen Kuchen da. Greifen wir uns das alles ab. Alles, was geht.
Oh, Moment. Erst öffnen hier. So. Und jetzt nochmal den Kuchen. Und dann Sugar. Jawohl. Sugar, Sugar. Gucken wir mal, ob wir viel mitkriegen. Kommt noch mehr? Aber ja. Kommt noch mehr? Anscheinend nicht. Aber siehst du, haben wir die Karre doch schon wieder reichlich vollgequillt. Hat sich also doch gelohnt. Und was für eine Litanei, ne? 1400 Liter Nudeln, 800 Liter Zucker, 1400 Liter gemischten Salat, 1000 Liter Schokolade, 1400 Liter Tomatensoße, 800 Liter Kuchen, 1400 Liter Pommes, 700 Liter Premium-Kartoffeln und 1000 Liter Butter. Ja. Bringen wir ins Lager. Was auch nervig ist, ganz ehrlich, das ist dieser Steg in der Mitte der Windschutzscheibe. Der nimmt einem doch total die Sicht. Das würde mich in der Realität irre machen. Da weiß ich doch gar nicht, ob jetzt Gegenverkehr kommt, ne? Also irgendwie hat er das wirklich. Das ist doch total nervig. Ich meine, wenn man sowas macht, dann muss das aber noch ein ganz schmales Ding sein, nicht so ein breiter Klopper. Das ist ja gefährlich. Wird der TÜV das zulassen? Ich glaub's kaum. So. Ja, ich sehe gerade, die Zeit ist soweit rum. Das bringen wir jetzt noch ins Lager. Und dann war's das wohl. Warte mal, kannst du noch mit? Kannst du noch mit? Jetzt mache ich L und dann... Ja! Und der Kuchen auch noch? Ah, das kriegen wir aber nicht mehr mit hier, das ganze Mehl. Ja, das würde ich ja auch nicht unbedingt ins Lager tun wollen. Aber den Kuchen, ne, wenn der noch drauf springt, das wäre ja natürlich formidabel. Aber jetzt bitte nicht, dass jetzt alles explodiert und alles abspringt. Das haben wir ja auch gerne mal, ne? Ach. Nein! Der Kuchen sagt, ne, ich will nicht, das ist mir zu... Der Bus ist mir zu voll. Ja, dann bleib doch da, du Scheißkuchen, du. Lass die Sahne sauer werden in der Sonne. Ja. Nun ja. Alles rein ins Lager. Rein, rein. Wupp. Schön sauber runtergefallen. So, ja, damit sind wir für heute durch. Und wir sind wieder ein großes Stück weiter. Bald hat das hier diese wertvolle Arbeit auch erstmal ein Ende. Ich weiß jetzt gar nicht, der ist bestimmt schon am Dubbeln da, oder? Müssen wir mal gucken. Aber das schieben wir auf die nächste Folge. Wir müssen noch da diese Sammelei fertig kriegen und das Geflüge, die großen Felder. Das ist echt viel Arbeit, aber wir sind ganz gut auf dem Weg. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir weitermachen. An dieser Stelle bis dann, bye bye und tschüssi. A wise man once said, to forget how to dig the soil and the earth is to forget ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You gotta be willing to put in the time, make the sacrifices.